Nur ihr kriegt immer die Inter ins Team und vielleicht will Riot Games das auch so. Servus, Schuppe von der Gaming Academy hier. Heute haben wir ein wirklich spezielles Video für euch, denn wir schauen uns mal das Matchmaking-System von Riot Games ein wenig näher an. Und ich kann schon mal spoilern, es ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Für diejenigen unter euch, die das Wort Matchmaking nicht kennen, das Prinzip ist ein Algorithmus, bei dem du mit 9 anderen Spielern in ein Spiel sortiert wirst. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass alle 10 Spieler ungefähr die gleiche Spielstärke haben, damit das Game fair und spaßig bleibt. Jetzt könnte man sich denken, dass das Matchmaking-System nur die Elo mit einbezieht und sonst nichts. Was denn auch sonst? Allerdings haben wir da einige Unstimmigkeiten gefunden, denn laut Patenten, die Riot Games angemeldet hat, spielen beim Matchmaking wesentlich mehr Faktoren eine Rolle als nur der pure Skill. Gut, bevor wir dazu kommen, sollten wir uns zunächst einmal ansehen, wie denn ein Matchmaking-System normalerweise funktioniert. Denn das gibt es auch abseits von League of Legends noch in ganz vielen anderen Spielen wie Dota, Schach, PUBG und so weiter. Eigentlich, kann man so sagen, gibt es in jedem Spiel mit einer Rangliste auch in irgendeiner Art und Weise ein Matchmaking-System. Dabei wird jedem Spieler eine Zahl zugeordnet, typischerweise im Bereich von wenigen hundert bis mehrere tausend. Diese Zahl ist zum Beispiel im Schach sofort ersichtlich, die steht dann neben deinem Profil in Klammern. In LoL heißt diese Zahl MMR oder auch Matchmaking Rating genannt. Vielleicht hast du diesen Begriff schon einmal gehört, denn viele Content-Creator schmeißen ganz gern mit dem Begriff um sich. Anders als in Schach ist MMR in League of Legends aber nicht so einfach einsehbar. Man hat zwar eine Elo, aber diese muss nicht zwangsläufig etwas mit der MMR zu tun haben. Ein ganz einfaches Beispiel. Du bist Diamond 1 Spieler oder Spielerin und machst eine Season lang Pause und spielst kein Ranked. Dadurch, dass du nicht spielst, decayst du nach Platin. Jetzt ist deine nach außen sichtbare Elo Platin, aber deine MMR bleibt weiterhin Diamond 1 oder zumindest hohes Diamond. Wenn du jetzt also mit diesem nach außen sichtbaren Platin-Account ein Ranked spielst, dann wird Riot Games dich nicht in ein Platin-Spiel packen, sondern weiterhin in ein High-Dia-Spiel. In gewisser Maßen ist also die MMR deutlich wichtiger als die nach außen sichtbare Elo, die du in deinem Profil finden kannst. Eigentlich sollte das System also lediglich von deiner MMR abhängig sein. Aber eben nur eigentlich. Denn seit einigen Jahren beschweren sich viele Spieler und Spielerinnen über lange Losing Streaks, teilweise bis zu 15 Losses hintereinander. Klar, lässt sich viel damit erklären, dass Spieler und Spielerinnen Losing Streaks haben, weil sie mehr tilten und dadurch auch schlechter spielen und ein Teufelskreis entsteht. Andere Losing Streaks können auch einfach nur durch viel Pech entstehen. Genau das gleiche gilt übrigens auch für die Winning Streaks, bei der sich jedes Game schon von Anfang an wie gewonnen anfühlt, ohne dass man wirklich jetzt viel dafür machen musste. Ach ja. Gute Zeiten. Und obwohl es diese Streaks rein statistisch natürlich immer wieder gibt, gibt es seit einigen Jahren gefühlt häufigere und vor allem längere Losing- oder Winning-Streaks. Das ist schon so vielen Spielerinnen und Spielern aufgefallen, dass es inzwischen Begriffe dafür gibt. Winner's Queue, Loser's Queue. Diese Begriffe sagen im Prinzip, dass alleine das Queuen während einer Loser's Queue oder Winner's Queue sehr wahrscheinlich zu einem Loss oder Win führen wird. Als man in den letzten Seasons noch seine Spielerinnen und Spieler in der Champions Select abchecken konnte, gab es viele Beschwerden, dass man während einer Losing Streak sehr viel häufiger Teammates bekommen hat, welche selbst in einer Losing Streak waren. Dadurch ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass man das Spiel ebenfalls verlieren wird, einfach weil jeder im Team schon von Anfang an übel tiltet ist. Ja, aber das ist nur ein Gefühl der Spieler. Oder ist da wirklich was Wahres dran? Wir haben uns auf die Suche gemacht und ein sehr interessantes Patent gefunden, welches vor einigen Jahren von Riot Games angemeldet wurde. Wenn wir uns das Abstract, also eine Kurzfassung, mal durchlesen, dann wird auch schnell klar, worum es geht. In a preferred embodiment, an online multi-user game system includes a user matching system configured to match users in the game session. Therein, the user matching system is enabled to match a first user with another user based at least in a part of behavior data in the first user's profile. Man spricht hier von einem neuen Matchmaking-System, bei dem das Matchmaking zumindest ein Teil abhängig von deinem sozialen Verhalten in League ist. Es spielt also eine Rolle, wie du dich in-game zu deinem Team verhältst. Dabei werden im Patent Chatlogs, Honor- und Report-Systeme gezeigt, welche als Daten verwendet werden, um dann ein soziales Verhalten einzustufen. Dann verwendet Riot diesen sogenannten Personality Score, um Teammitglieder mit einem ähnlichen Personality Score zu matchen. Das kann man ebenfalls Wort für Wort aus dem Patent so entnehmen.
As mentioned above, it may be desirable to improve a user's experience by matching players with compatible teammates and opponents. Such compatibility may be calculated not only by traditional characteristics, such as skill level and experience, but also by behavior data, such as the feedback data described above. Wright sagt zwar, dass man für ein System auch eine weitere Queue einführen könnte, die sogenannte Social Queue, sagt aber direkt danach, dass man dies auch in alle Queues so implementieren kann, ohne dass der User etwas davon mitbekommt. Turning to Figure 6, a user's interface is provided that gives the user the option to actively select player matches based at least in a part on behavior data, for example social pick. Additionally, or in the alternative, the match system, for example player matching server, may be employed by system's existing options, such as blind pick or rank pick, by default without user's knowledge. Toxische Spielerinnen und Spieler werden nach diesem System also häufiger mit anderen toxischen Spielerinnen und Spielern gematcht und nette Spielerinnen und Spieler werden häufiger mit anderen netten Spielerinnen und Spielern gematcht. Das erklärt ja jetzt irgendwie noch nicht ganz die Losers und Winners Queue, außer man denkt jetzt ein wenig um die Ecke. Toxische Spielerinnen und Spieler haben ja irgendwie auch eine niedrige Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, einfach weil das Team nicht mehr sich wirklich auf das Spiel konzentrieren kann, wenn andauernd gepinkt oder im Chat irgendwas geschrieben wird, Beleidigungen fallen, AFK gegangen wird und so weiter und so fort. Ich denke, die allermeisten von uns sind sehr sauer, wenn sie ein paar Spiele hintereinander verlieren und werden dann zum Teil auch ein wenig toxisch. Dieses toxische Verhalten führt aber dann wiederum dazu, dass man in den nächsten Spielen wieder mit toxischen Spielern und Spielerinnen gematcht wird und dann höchstwahrscheinlich wieder verliert. Das Ganze ist also ein Teufelskreis. Und wenn ihr also aus diesem System entkommen wollt, solltet ihr nach einigen Losses unbedingt eine Pause einlegen, damit ihr für das nächste Ranked komplett enttiltet seid. Ja, warum eigentlich? Wieso will Riot Games das soziale Verhalten mit ins Matchmaking einbeziehen? Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Oder? Da uns Riot Games offiziell dazu keine Antwort geben wird, kommen jetzt unsere Meinungen ins Spiel. Generell glauben wir, dass es zwei große Gründe für dieses System gibt. Der erste Grund hat etwas mit der menschlichen Psychologie zu tun. Winning- und Losing-Streaks machen deutlich schneller süchtig, wenn man immer nur ein Spiel gewinnt und danach wieder eins verliert. Wir sprechen, glaube ich, für alle Spieler, wenn wir sagen, dass Winning-Streaks einfach unglaublich glücklich machen. Und sobald sie endet, wollen wir natürlich schnellstmöglich wieder in eine Winning-Streak und spielen immer weiter. Wenn man stattdessen immer zwischen Silber 3 0 Punkten und Silber 3 50 Punkten rumguckt, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr auf Ranked. Eine saftige Winning-Streak nach Silber 1 und man fühlt sich richtig gut dabei. Jetzt ist man fast schon Goldspieler. Auch wenn man in den nächsten Tagen direkt wieder nach Silber 3 abfällt, durch eine Losing-Streak, man motiviert sich ständig weiterzuspielen, weil man selbst sich jetzt als Silber 1 Spieler oder vielleicht schon fast als Goldspieler einstuft und demnach doch eigentlich besser sein sollte als diese ganzen Low-Silber-Spielerinnen und Spieler. Kommen wir nun zum zweiten und deutlich wichtigeren Grund. Riot möchte das Durchschnittserlebnis und damit den Spaß eines League-Games einfach erhöhen. Das erklären wir am besten mal an einem Beispiel. Sagen wir schrumpfen die gesamte Spielerbase auf 100 Spieler runter. Davon sind 10 Spieler gerade zu diesem Zeitpunkt super toxisch. Einfach weil sie mehrere Spiele hintereinander verloren haben oder generell getiltet sind. Statt jetzt diese 10 toxischen Spieler auf alle Teams gleichmäßig zu verteilen, matcht man einfach diese toxischen Spielerinnen und Spieler in 1 bis 2 Teams und ruiniert lediglich deren Spielerlebnis. Währenddessen alle anderen Spielerinnen und Spieler noch normal weiterspielen können. Man reduziert also die Anzahl der Teams, die einen toxischen Spieler beinhalten, und erhöht damit das gesamte allgemeine Spielerlebnis. Das funktioniert leider auch nicht perfekt, einfach weil normalerweise nicht toxische Spielerinnen und Spieler natürlich auch Phasen haben, in denen sie toxisch sind und toxische Spielerinnen und Spieler auch irgendwann ihre toxische Phase hinter sich haben. Deswegen werdet ihr auch weiterhin Flamer und Griefer im Team haben. Auch wenn ihr selbst nie toxisch wart, nur ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer als ohne dieses System. Das erklärt auch einige Coaching-Erfahrungen, die wir hatten. Es gab einige Spielerinnen und Spieler, die komplette Trollgames hatten und sich aber im Nachhinein auch als super toxisch herausgestellt haben. Und ehrlich, die Games waren der größte Burger-Flip in der Geschichte von League, das war einfach zu wild. Es lohnt sich also, nicht toxisch in-game zu sein, wenn man gewinnen will. Abschließend wollen wir noch eine Art Disclaimer loswerden, denn wir wissen nicht zu 100%, ob Riot Games dieses System bereits implementiert hat oder nicht. Wir wissen lediglich, dass dieses Patent existiert
und es schon eine Weiterentwicklung zu einem vorherigen Patent ist, was Riot Games schon vor vielen, vielen Jahren erstmals beim Patentamt angemeldet hat. Wir wissen ebenfalls, dass innerhalb der letzten Jahre die Anzahl der Winning- und Losing-Streaks zumindest gefühlt zugenommen hat und haben vermehrt diese Coaching-Erfahrung gemacht. Ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt, das können wir nicht mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann sei weniger toxisch. Es kann deiner Elo auf jeden Fall nicht schaden, der League-Community auch nicht und vielleicht kommst du ja auch in eine Winning-Streak. Wer weiß. Um jetzt direkt in deine 15 Games Winning-Streak zu kommen, solltest du dir dieses Video und dieses Video anschauen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg im Ranked.